Und heute erstellen wir einen Roblox-Account für Barbie zusammen, weil ja auch bald der neue Barbie-Film rauskommt. Und ich mir dachte, das wäre eigentlich ganz fun. Ich war riesen Barbie-Fan als heranwachsende Jugendliche und auch als Kind und keine Ahnung. Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ganz fun. Als allererstes müssen wir natürlich... Upsi, upsi. Das ist von den Videos davor, die wir gemacht haben. Gelbe, die Gelb. Und Pink, Rosa, Pinky. Kreative Namensgebung an der Stelle. Ich muss als erstes ein Geburtstag eingeben. Geburtstag ist, habe ich schon gegoogelt, wie ein kleiner Experte, am März, am 9. in 1959. Barbie wird schon benutzt, das habe ich schon vermutet. Das heißt, wir machen Barbie Girl. Barbie Rosa ist nicht appropriate für Roblox? Warum? Warum ist das so schwierig? Warum haben so viele Leute Barbie-Accounts? Ich dachte, ich bin früh. Barbie und Ken? Barbie und Ken gibt's auch schon. Was kann man denn noch nehmen? Deutsch. Puh, ja, aber Barbie Deutsch ist ein Kackname. Ich will nicht, dass es Barbie Deutsch wird. Was ist, wenn ich einfach viele A's mache, bis es funktioniert? Barbie. Barbie. Je länger ich das Wort sage und je länger ich das geschrieben sehe, desto falscher sieht es aus. Barbie. Jetzt darf ich gar nicht mehr. Es gibt alle A's. Gibt's schon als Accounts. Wie? Wieso? Ich will doch nur ein Barbie-Account. Warum ist Ronja nicht appropriate für Roblox? Okay, Leute, wir haben was. Wir haben echt Barbie. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich sitze hier seit 6 Minuten und probiere Usernames. Wir haben jetzt einen. Okay, ich mach kurz. Also, wir sind weiblich. Und wir machen uns ein Passwort. So, wir haben jetzt hier ein Passwort. Wir haben, ich hoffe, ihr habt alle nicht geguckt. Wir können uns anmelden. Und dann kommen wir zum nächsten spaßigen Part. Und das ist, wir machen ein Outfit für Barbie in Roblox. Okay, damit wir unseren Barbie-Charakter machen, fangen wir natürlich mit den blonden Haaren an. Ich habe hier ein Foto von Margot Robbie als Barbie. Das machen wir uns mal klein in die Ecke, damit ich die Reference habe. Ich suche eine Frisur, die ähnlich ist, okay? Ich habe nach Barbie am Anfang gesucht, aber da kam noch nichts. Deswegen habe ich gedacht, wir suchen jetzt einfach nach einer Frisur, die ähnlich aussieht wie das hier. Also einmal mit dem Swoop an der Seite und vielleicht einen Pony oder irgendwas. Es sind, glaube ich, eher so Curtain Bangs mäßig. Das ist nicht so ganz einfach zu finden. Aber ich bin mir sicher, wir finden hier irgendwas. Es gibt hier einen Haufen blonde Haare in Roblox. Okay, tatsächlich, ich finde die erste Frisur sieht ganz okay aus. Ich habe jetzt aber hier gerade gesehen, man kann nach Platin suchen. Aber ich glaube, Platin ist zu hell. Ich weiß nicht, ob da was kommt, weil irgendwie sehen die mehr so pinklich-weiß-rötlich aus. Und die Barbie-Haare sind ja schon eher gelber. Ich glaube, das ist nicht ganz das Richtige. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben eins, was ganz gut ist. Und zwar hier, Jennifers Frisur. Die sind gelb, also die sind Platin zwar, aber die sind zwar mehr mit einem Dings. Aber die haben den Swoop an der Seite. Ich glaube, die sind gut. Das heißt, wir kaufen die auf jeden Fall mal und dann haben wir unsere Haare set. Unser nächster Schritt ist natürlich Barbies Kleid. Das sollte einfacher gehen. Und zwar gibt es ja dieses pink-weiß karierte Kleid. Ich gucke jetzt erstmal, ob es was Besseres gibt. Aber da unten ist es schon. Pinkes Kleid mit Bandriemen. Das habe ich tatsächlich auch auf meinem Main-Account eine Weile gehabt. Ich finde es sehr süß. Und das sieht halt sehr ähnlich aus. Ich gucke nochmal, ob es andere gibt, die vielleicht besser aussehen. Aber sonst wäre das wahrscheinlich mein Favorit. Okay, ja, nee, hier sind keine Kleider mehr. Alles klar, dann wird es wohl dieses pink-weiß karierte. Das ist halt wirklich ein gutes Kleid. Also das ist ohne Mist. Ich glaube, das ist halt wirklich, wirklich close zum Barbie-Kleid. Es ist ein bisschen... Es hat keinen Gürtel, aber es ist so nah dran. Okay, unsere nächste Heldentat ist eine Halskette. Barbie hat ja diese kleine Halskette mit Blümchen. Da habe ich jetzt noch keine gesehen, die genauso aussieht. Aber ich bin mir sicher, wir finden irgendwie eine Blümchenkette. Das kann so schwer nicht sein. Ich gebe jetzt nochmal Blume ein. Vielleicht... Hilft das? Weil bei den ersten Ketten war noch nicht wirklich was dabei. Vielleicht weiße Kette? Nicht Blumenkette? Okay, die haben jetzt Schneeflocken. Das ist natürlich nicht unbedingt das, wofür wir gehen. Aber ich sag besser die richtige Farbe als das richtige Ding. Ich meine, die Blumen erkennt man zwar, aber das ist einfach so eine normale weiße Perlenkette nehmen. Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß. Oh, die da drunter ist eigentlich ganz gut. Die ist nicht so groß. Dann lass uns die nehmen. So, für Accessoires hätte Barbie natürlich auch gerne was. Haare haben wir ja schon. Ich glaube, die Ohrringe habe ich gerade probiert. Kann man nicht wirklich sehen mit der Frisur, die ich jetzt habe. Das heißt, die skippen wir. Aber ich suche uns noch eine Handtasche. Ich habe jetzt einfach nach Barbie geguckt. Und ganz ehrlich, lass uns einfach die erste Handtasche nehmen, die es gibt.
Okay, und dann kaufen wir einfach eine ganz normale pinke Barbie-Handtasche. Perfekt. So, fürs Gesicht, das wird nochmal schwierig. Ich habe jetzt erstmal dieses Standard-Make-up-Gesicht gekauft, aber das ist nicht so schön und es hat auch keine blauen Augen. Deswegen gucke ich jetzt gerade, ob ich was Besseres finde. Hier sind randomly ein Haufen von diesen Köpfen, aber die sind erstens alle weiß und zweitens sehen die sehr Anime aus. Ich glaube, das ist nicht ganz das, was ich will. Ich gucke mal irgendwie nach Köpfen. Oder, lass uns zuerst mal nach Schuhen schauen. Und zwar einfach so pinke High Heels. Das sollte keine große Sache sein. Da sind auch welche, die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Hier die ganz normalen in hellrosa, babypink. Ich glaube, die gehen gut mit dem Kleid. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Ja, die sind süß, die kaufe ich. Tsching, gekauft. Okay, Leute, wir sind jetzt weiterhin auf der Suche nach dem Gesicht. Ich hatte das ja kurz zwischendurch aufgegeben, aber jetzt geht es wieder los. Eigentlich ist das ganz süß hier, gemeines Mädchen. Das sieht zwar ein bisschen gemein aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen die Barbie-Vibes hat. Es hat die blauen Augen, es hat das Make-up. Und es steht dabei, passt am besten zu einem Frauenbündel. Sie ist beliebt, sie ist ein wenig gemein, sie wird als Model geboren. Bella Hadid, Barb, und ich denke Barb steht für Barbie und Nicki Minaj. Also vielleicht, wir kaufen es mal. Oh nein, das Gesicht sieht furchtbar aus. Eieiei, das ist ja grässlich, ich hasse es. Okay, das nehmen wir auf keinen Fall. Okay, neues Gesicht. Das hier kenne ich, das gibt's auch in Brookhaven. Das sieht normaler aus. Und das ist dieses Katzenauge-Ding. Das ist okay. Das sieht zwar auch ein bisschen eingebildet aus, aber hat irgendwie normalere Kopfproportionen. Ja, ich sag, das hat am ehesten die Barbie-Vibes. Alles klar, dann nehmen wir das Gesicht. Und das hier ist unser fertiger Look. Wie gesagt, ich kann die High Heels leider nicht anziehen. Wenn ich die anziehe, dann geht das Kleid ab. Aber ich denke, mit dem Kleid ist es gar nicht schlecht und wir haben unser Bestes gegeben. Okay. Oh, hello there. Ich habe euch natürlich gar nicht bemerkt, da ich hier schaukel im Barbie-Simulator, was auch immer. Ich bin jetzt in Barbies Traumhaus 2, okay? Ich sehe nach wie vor, ich muss ganz ehrlich sagen, die Halskette hätten sie auch ein bisschen tiefer platzieren können. Das sieht mir aus, als ob ich irgendwie so Halskrausern habe oder so ein Stethoskop. Da muss nur noch in der Mitte was runtergehen und dann fühle ich mich wie bei so einem Doktor und der hat das zwischen die Ohren geklemmt. Die Halskette war wirklich ein Griff ins Klo, bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten, so vor allem von hinten, auch mit der Handtasche, sehen wir schon aus wie Barbie. Ich bin super zufrieden mit unseren Haaren, die sind echt cute. Und mit diesem Seitenzug, die sind sehr originalgetreu. Aber wir haben hier in Barbie Traumhaus 2, weil, keine Ahnung, ich habe noch Barbie-Spielen geguckt und das ist das Erste, was kam. Wir gucken aber gleich noch weiter. Es gibt andere Gesichter, das heißt, wir können hier auch nochmal wechseln, was wir nehmen wollen. Ich finde eigentlich, also meins ist von den Farben her gut. Die anderen sind halt alle sehr pink. Aber das ist okay. Wir versuchen mal unser Glück mit dem hier. Oh, okay. I see. Ist okay. Ich war am Anfang hyped. Jetzt ist es die Halskette. Es ist die Halskette. Leute, die Halskette ist es nicht. Die Halskette ist es einfach nicht. Wir versuchen mal das Gesicht hier vorne. Oh, das ist auch süß. Okay, was ist mit dem... Zeig das dritte Gesicht. Hier, das da. Das da ist, glaube ich, ganz gut. Ich muss hier irgendwie rausspringen. Oh yeah, das ist auch süß. Okay, dann lass uns das erstmal nehmen. Was können wir hier noch customizen? Wir können Röcke machen. Wir können Haare machen. Haare fasse ich nicht an. Meine Haare sind wunderschön. Oh, und wir können uns klein und groß machen. Und hier ist unser pinker Barbie-Baum. Auf dem können wir nicht hochklettern. Accessory Remover. Ach, dann ist meine Handtasche weg. Nee. Meine Handtasche wollen wir behalten. Die Kleider sind alle... Nee, ich glaube, mein Kleid ist gut. Leute, ich glaube, mein Kleid ist tatsächlich sehr gut. Wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Okay, ich renne hier mal außen raus. Das heißt ja Barbies Traumhaus. Das heißt, irgendwie sind einfach nur viele Sachen auf die Map platziert. Das ist ein bisschen underwhelming. Ich dachte, wir kommen jetzt hier in Barbies Traumhaus. Da hinten ist ein KFC, aber sie haben versucht, es zu verheimlichen, indem sie das F auf den Kopf gestellt haben. Seht ihr das? Aha. An mir vergeht nichts. Okay, hier ist ein Spielplatz. Weiß ich nicht, ob das so Barbie-themed ist. Ist das da hinten mein Traumhaus? Okay, Leute, ich glaube, das macht aber keinen Sinn. Barbies Traumhaus ist pink. Da hinten ist noch ein Haus, aber das ist auch weiß. Leute, das ist doch nicht das Barbie-Traumhaus. Das ist einfach nur ein modernes Haus. Wo sind wir denn hier gelandet? Nee. Ich habe genug Barbie-Content in meinem Leben konsumiert, um zu wissen, dass das hier nicht Barbies Traumhaus ist. Sie guckt so glücklich, aber ohne Recht. Ohne Recht! Du darfst nicht glücklich gucken. Es ist nicht dein Traumhaus. Wo ist der pinke Pool? Wo ist all dein Platz? Wo ist die Farbe rosa? Ha? Die Leute, die das Spiel gemacht haben, haben keine Ahnung. Okay, wir gehen in ein anderes Spiel. Okay, ich habe hier einen Banger gefunden. Und zwar ist es Brookhaven Barbie. Okay, ist es Brookhaven?
Aber aus irgendeinem Grund glitzert alles und sie haben den Bänke platziert. Und jeder weiß, nichts schreit mehr Brookhaven Barbie als Kokosnüsse, Holzsphären und eine sich drehende Veranda mit einer Säule drauf. Oh, was für ein Spaß. Aber jetzt, keine Sorge, aber ich ignoriere natürlich die obvious Hints nicht. Klicke auf Barbie. Das ist übrigens nicht abgeschnitten von meinem Monitor. Also es ist einfach hier abgeschnitten. Und klicke auf Barbie. Ich klicke zuerst auf die Barbie, auf die mehr Pfeile zeigen, weil da ist es natürlich dringender. Barbie Spende, was? Nein, 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 mein Freund der Sonne. Abbruch. Was kann ich hier machen? Wollen die auch Geld von mir? Klicke auf Barbie. Die wollen, dass ich denen Geld gebe für ihr Quark-Barbie-Spiel. Aber die haben überhaupt nichts gemacht. Die haben einfach nur Brookhaven kopiert und haben einen Haufen Pferde reingesetzt. Nee. Leute, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von euch. Nö. Ist nicht schön. Okay, wir gehen in nächstes Spiel. Okay, wir sind jetzt im nächsten. Hier ist immerhin schon... Gib deine Vermutung für das Bild ein. Wie gib deine Vermutung für das Bild ein? Soll ich jetzt einfach schreiben? Ich kann nicht tippen. Hä? Was soll das überhaupt heißen? Überspringen. Kann ich hier was eingeben? Ist hier Text? Ken. Okay, ich habe was eingegeben. Aber ich glaube, das ist, weil ich das E gedrückt habe, was in Ken war. Mega Nuke starten. Nuke starten. Ich wusste nicht, dass Barbie so kriegsbereit ist. Wir überspringen hier Bilder? Hä? Ich bin so verwirrt von diesen ganzen Barbie-Spielen. Ich komme hier nicht raus! Leute? Nee. Okay, hier hat jemand Obbys hingebaut. Aber, so richtig die Barbie-Relevanz kann ich noch nicht sehen. Die sind auch grün, gelb und rot. Wir haben nicht mal eine pinke Obby gemacht. So, Leute, ich dachte, das ist Barbie-Spiel. Ich wollte doch nur ein Barbie-Spiel spielen. Ah, okay, nächstes Spiel. Okay, wir sind jetzt in einer weiteren Barbie-Obby gelandet. Hier steht starten. Hier sind ein paar sehr große pinke High Heels. Schon mal Bonuspunkte. Die Obby ist pink. Sie heißt Barbie-Obby, okay? Das verstehe ich. Hier ist ein Checkpoint. Die Schuhe kann ich nicht anziehen. Ich mache die gerade einmal. Ai. Krise. Und was sind das für Blöcke? Barbie, Barbie, Barbie. Okay, hier sind so Laufbänder. Ich bin jetzt in dieser komischen Obby gelandet und... was? Hä? Okay, wir haben es fast geschafft. Hier ist so eine Sprungplatte. Gute Arbeit. Du kannst weitermachen oder du kannst direkt in die Barbie-Welt. Okay, wir haben es jetzt hier scheinbar geschafft. Können in die Barbie-Welt und hier finden wir vielleicht... Vielleicht, vielleicht, vielleicht mit ein bisschen Glück. Barbies Traumhaus. Aber hier ist... Das ist ein Gefängnis. Oder eine Schule. Das ist eine Scheune. Hat nichts mit Barbie zu tun. Das ist ein Haus. Das ist nicht pink, okay? Das ist nicht Barbies Traumhaus. Leute, wo ist Barbies Traumhaus? Ah, wo? Helft mir. Es hat ja auch was. Hier ist ein Karussell. Da ist ein McDonald's. Klar, wenn ich an Barbie denke, denke ich McDonald's, Spielplatz... Volleyball und Küstenwache. Also, wer nicht? Wer nicht? Gut, Leute, ich finde kein Barbie-Spiel. Ich finde kein gutes Barbie-Spiel. Ich habe es wirklich versucht. Das war's mit diesem Video. Mit einem Roblox-Account erstellen für Barbie. Es tut mir leid, es gibt noch keine Spiele. Wenn ihr ein gutes Barbie-Spiel kennt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir gerne sagen, was ihr von dem Outfit haltet, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!